Gleich auf Epic and Legendary. Fluch. Zeitloch. So ein Unsinn. Kamera läuft. Hey. Hallo, herzlich willkommen auf Epic and Legendary. Heute sind wir im Wald. Ich habe ein Anliegen, nämlich der Fluch des Falken. Heute lösen wir ihn. Ja, Fluch des Falken, das ist eine Kinderserie aus 2011. Und da werden ein paar Leute in einem magischen Wald, der sich in einer anderen Zeitdimension befindet, gefangen. Und sie kommen nicht mehr raus. Ja, und dann die Story passiert und dann kommen sie am Ende doch raus in der ersten Staffel mit einem sogenannten Translokator. So, ich muss euch enttäuschen. Es gibt keinen Fluch, der Falke ist ganz normal. Es gibt keinen Translokator, es gibt auch keine magischen Wälder. Denn das war kein Zeitloch, das war ein Funkloch. Gibt's in Deutschland sehr viele. Und heute werde ich euch zeigen, wie man ganz schnell aus einem Wald rauskommt, wenn man sich schon nicht mehr an Bächen oder Gehwegen orientieren will. Ja, dann benutzt man sowas hier. Das haben sie nämlich auch benutzt, aber sie dachten, das wäre magisch, weil sie das nicht verstanden haben. Das ist kein Translokator, das ist ein Kompass. Ein Kompass zeigt die Himmelsrichtung an. Dieser Pfeil hier zeigt immer in den Norden. So, man sucht sich einfach seine Himmelsrichtung raus, richtet sich nach dem Kompass und geht dahin. So orientiert man sich. Also los, komm. Hier waren wir schon mal, oder? Jo, glaub schon. Ich hab das doch richtig benutzt. Ich hab keine Ahnung, wie man das Scheißding benutzt. Das ist 2024. Das ist Produkt der Planwirtschaft. Das ist ein sowjetischer Kompass. Der funktioniert. Ja, es ist schön, dass er funktioniert. Wie benutzt man den? Wir müssen in den Norden, also der zeigt in den Norden. Also sind wir da? Sicher, dass der in den Norden zeigt? Das ist vielleicht der andere. Okay, also sollen wir vielleicht einfach auf den Gehweg wieder... Sag mal, filmst du das? Ja, klar. Na mach das, mach! Und da sind wir schon. Hier kann man raus. Dem Kompass gefolgt. So, also gehen wir. Fluch. Zeitloch. So ein Unsinn. Wow, hast du das gesehen? Was genau? Was war denn das? Der magische Wald. Wir waren gerade am... Ja. Und dann waren... Ja, du hast gesagt, ich soll den magischen Wald aussuchen. Das war der nächste. Wie? Heißt das? Das heißt, es ist echt? Du hast mich in einen echten magischen Wald gebracht. Ja, aber auf der Karte markiert. Google Maps, eine Bewertung 3 von 5. Du hast gesagt, du weißt, wie man ganz schnell aus dem Wald rauskommt. Also habe ich dich hingebracht. Wie soll ich hier ganz schnell bitte rauf? Ja, du hast gesagt, du hast ein Lifehack. Du willst ein Video machen. Wir werden zurück teleportiert, wenn wir rausgehen. Wie sollen wir raus? Ja, du hast gesagt, bring mich in den magischen Wald. Wir brauchen einen magischen Wald für die Aufnahme. Der hier war ziemlich magisch. Das sollte doch nur ein Witz sein. Ich wollte mich lustig machen über diese alte Kinderserie, die ich früher geschaut habe. Warum hast du mich in den echten gebracht? Du hast gesagt, wir brauchen einen magischen Wald. Und was machen wir jetzt? Hast du irgendwelche Ideen? Du hattest doch hier die Ideen. Gut, okay. Warte, ich beruhige mich. Du hast recht. Ich weiß, wie man rauskommt. In der Serie haben sie... Wir müssen den Kristall in die Quelle beim Monolithen werfen. Weißt du, wo der Monolith ist? Nein, ich bin hier zum ersten Mal. Und was für eine Scheiße laberst du eigentlich? Hör mal. Oh nein. Nein. Nein! Nur der Auserwählte kann den Kristall heben. Was ist, wenn ich nicht der Auserwählte bin? Ich hab keine fucking Ahnung. Ich hab dich einfach hergebracht. Bist du der Auserwählte? Hab ich eine fucking Ahnung? Was ist, wenn ich nicht der Auserwählte bin? Du hast gesagt, du weißt, wie man rauskommt. Ich hab dich hergebracht. Das war's. Nehmen wir an, ich bin der Auserwählte. Wir müssen zum Schloss. Wo ist das verdammte Schloss?
Mein Guter, du hast gesagt, wir brauchen einen magischen Wald, am besten einen nicht bewohnten. Nicht bewohnter magischer Wald, Google Maps, 300 Kilometer von Karlsruhe. Noch nicht bewohnt, bist du dumm? Wir hätten hier Einheimische befragen können. Was zum Teufel ist ein Scheißproblem? Warum hast du das gemacht? Okay. Du hast mir eine Anweisung gegeben, ich hab's überfolgt. Oh mein Gott, okay, versuchen wir irgendwie rauszukommen, komm schon. Oh mein Gott, ich hab's gefunden, komm. Du hast was gefunden. Das ist ein Portal. Wir müssen da nur drauf treten und... Sollte was geschehen? Er funktioniert nicht. Er funktioniert nicht. Ja klar, das ist ein Baumstumpf. Er funktioniert nicht! Mein Guter, das ist ein Baumstumpf. Was hast du erwartet? Dass er mich in eine unterirdische Höhle bringt. Alles gut bei dir? Serie. Zum Schloss. Hä? Nächstes Mal bei Epic and Legendary. Ey, was ist bei dir los? Du fragst noch? Ah ja? Wir kommen hier wahrscheinlich nie wieder raus. Ja, wann kommt denn der Lifehack? Der Lifehack. Oh, vergiss das einfach. Hey, mein Guter, beruhig dich. Wir kommen hier nicht mehr raus. Du hast mich in einen echten magischen Wald geführt. Alles gut. Ich hab Familie. Ja, ich auch. Okay, eigentlich nicht, aber trotzdem. Komm, alles gut. Hey. Was? Alles gut bei dir? Mach auf. Hey. Alles gut bei dir? Was ist los? Na, du solltest mal den Pilzen aufhören. Warte mal, ich guck da mal drauf. Ey. Mein Guter. Warte mal, wo bin ich? Ja, okay. Ja, du solltest wirklich mal den Pilzen aufhören. Du hast gesagt, du willst ein Video aufnehmen. Ja, ich... Wo sind wir? Im Wald! Du hast mich... Im Wald, stimmt. Wir wollten uns lustig machen. Ja, du hast mich dich herfahren lassen, dann hast du irgendwelche Fliegenpilze genommen und bist unmächtig auf den Boden gefallen. Sie sahen eben lecker aus. Warte, komm ich ja geil. Ha, komm ich. Das ist der Fluch